meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von Kommentarfragen. Und ich habe wieder so ein bisschen was hinausgestöbert und mein Ordner und Ordner wird nicht leerer. Ich kann euch versprechen, dass ich wieder Material habe für drei weitere Kommentarfragen-Videos auf jeden Fall. So, ich hoffe, euch macht das Spaß. Guckt mal in den letzten Video rein und lasst hier schon mal ein Like da. Bis gleich und wir gehen jetzt erstmal zur nächsten Frage. Und die erste Frage lautet von Anti: Hey, hat hier jemand eine Allianz, der ich beitreten kann? Hab keinen Bock mehr auf die Randoms, die einen entweder sofort angreifen oder im eigenen Team sich sofort total verausgaben. So, wenn ihr solche Probleme habt, ich habe einen Discord-Server. Unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr garantiert Leute finden, die eine Allianz haben oder eine Allianz suchen oder mit euch auch ein paar Spiele spielen wollen, die euch auch ein paar Tipps geben wollen oder auch sonst was. Wenn ihr Glück habt, vielleicht erwischt ihr auch mal eine Runde mit mir zu spielen oder ihr erwischt mich mal auch mal, so wie ich da rumlaufe auf den Discord und allem drum und dran. Zum Discord, ihr müsst die Regeln beantworten. Es gibt verschiedene Rollen für verschiedene Räume und da kann man bei der Rollenverteilung einfach mal reingucken. Auf jeden Fall Regeln durchlesen, bestätigen und schon seid ihr Mitglieder auf meinem Discord und ich freue mich dann auf euch. Ich würde mal sagen, bis gleich. Und dann gehen wir mal direkt zur nächsten. So, Niggi1515 schreibt: Heilen Krankenhäuser auch die Truppen von Alliierten? Ja, Krankenhäuser heilen nicht nur die Truppen von Alliierten, sondern tatsächlich auch mit von allen anderen Einheiten. Wenn ihr zum Beispiel Wegerecht habt mit eurem Nachbarland und euer Nachbarland hat ein Stufe 5 Krankenhaus, könntet ihr theoretisch eure Einheiten dort auch schnell heilen. Und pro Stadt ist sowieso ein Heilungspunkt und je Krankenhaus aufgebaut, je Level plus einen zusätzlichen. Das heißt, bei einem Stufe 5 Krankenhaus habt ihr 6 Heilungspunkte pro Tag. Und dieser Wert gilt pro Einheit. Guter Tipp, wenn ihr eine sehr geschwächte Einheit habt, zum Beispiel eine Einheit, die vielleicht noch einen HP hat oder so, stellt sie zusammen mit einem vollen Trupp, dann hat der Trupp noch ungefähr die Hälfte von HP, stellt sie zusammen rein und dann heilen die halt doppelt so schnell hoch. Aber wenn man die aufteilt, haben die auch nur die Hälfte Leben. Das ist ein schönes System, wie man schnell heilen kann, indem man einfach groß deckt und die heilen Soldaten einfach mit rein und dann einfach schnell heilen. Das ist so mein Tipp. Stack groß im Krankenhaus, dann heilen die Einheiten ein bisschen schneller. Aber auch nur, wenn es die gleichen Einheiten sind. Feuerschweif fragt: Wenn man eine Forschung abbricht, bekommt man den Teil von Ressourcen zurück? Ja, man bekommt die Teil der Ressourcen zurück und die Forschung wird komplett zurückgesetzt. Ich habe es tatsächlich gerade jetzt eben ausprobiert, ob es wirklich so ist. Ja, man bekommt einen Teil der Ressourcen zurück und die Forschung wird komplett zurückgesetzt. Wenn ich unter den Kommentar was anderes geschrieben habe, dann tut mir das leid, da ich das vorher nicht überprüft habe. Wegen es gab mal am Anfang, war es so, das ist schon ein paar Jahre her, dass wenn man den Forschung abgebrochen hat, bei der Zeit stehen geblieben ist und keine Ressourcen zurückgekriegt hat. Oder zumindest doch einen kleinen Teil, aber nicht so viel. Und dann konnte man später an dem Punkt weiterforschen. Das war, vor ein paar Jahren war das so. Mittlerweile ist es nicht mehr, musste ich gerade auch herausfinden. Manchmal muss man einfach nur Sachen ausprobieren. WheelGamer schreibt: Eine Frage. Wenn man bei dir ein Like und ein Abo dalässt, wird man dann besser in Con? Wie Gamer, ich würde sagen, ja. Ihr schaut meine Videos, ihr guckt meine Tipps an und allen drum und dran, was ich dazu sage. Vielleicht habt ihr ja schon was gelernt und das ist doch wenigstens ein Abo wert. Und wenn ihr den schon längst gemacht habt, könnt ihr den noch da lassen. Danke dir, Wie Gamer, für dieses Baby Placement, was ich hier machen konnte. Tempo1816 fragt eine Frage: Lande ich bei einem Feind besser in einer Stadt mit Truppen oder in einer unbewaffneten Provinz daneben und greife danach die Stadt an? Wenn du nur mit Panzern, Infanteristen und allem drum und dran, dann geh in die Stadt rein. Wenn du mit Arti arbeitest und Unterstützungseinheiten, die von Weitem schießen können, dann geh in die Nebenprovinz.
Aber sonst eigentlich grundsätzlich, wenn ich Krieg führe, ich gucke erst, dass ich beim Feind so schnell es geht seine Städte einnehme und die Provinzen nehme ich dann erst zum Schluss ein. Es hat halt den folgenden Grund: Städte produzieren Einheiten, Provinzen nicht. Wenn der Gegner keine Einheiten mehr produzieren kann, kann der auch nicht mehr gut nachproduzieren. Und die andere Sache ist, Städte produzieren auch nur Rohstoffe, die wichtig sind für die Einheitenproduktion. Und ja, ich würde mal sagen, Städte definitiv als erstes angreifen, soweit es geht, besetzen, so schnell wie es halt geht. Und Provinzen kann man immer noch nachhinein erobern. Da reichen auch ganz normale Standardinfanteristen oder Nationalgarden oder einen drum und dran. Alles, was irgendwie Provinzen einnehmen kann, einfach durchbewegen und dann ist gut. Ich hoffe, das war es, die Frage. Und wenn es eine Arti ist, einfach vor der Stadt stehen lassen, ein bisschen schießen lassen und eine Einheit davor stellen, wenn nämlich was da rauskommt aus den Städten, das seht ihr aktuell in der aktuellen Staffel. Das kann ich schon mal sagen, dass dann zum Beispiel eine KI euch entgegenkommt. Oster schreibt, hast du Tipps, wie man als Besten mit Deutschland gegen Frankreich vorgehen kann? Gute Satzbildung. Ja, ich habe da mir was überlegt. Wie kann man gut mit Deutschland gegen Frankreich vorgehen? Und schaue Staffel 1. Kein Scherz. Doch nicht? Müsst ihr selber wissen. Nein. Wie ihr am besten mit Deutschland gegen Frankreich vorgehen könnt. Wir gehen erstmal davon aus, es ist ganz frisch ein Spiel. Es ist direkt Krieg ausgebrochen mit Frankreich. Das heißt, grundsätzlich, wenn einer direkt so einen Angriff gegen euch vorgeht in den ersten Tagen, scheißegal, was ihr gerade macht, egal, ob ihr gerade irgendwelche Provinzen von irgendwelchen Computern platt macht oder sonstigen Kram, beendet eure Angriffe in den Weg und setzt alles in Konter gegen die Stadt. Gegen die erste, am besten gegen die erste Stadt, zum Beispiel gegen Frankreich, die am nächsten an der Grenze ist. Sammelt da mindestens einen 10er-Stack Truppen und lasst Frankreich kommen. Die meisten Spieler wollen immer ihre Kernländer so schnell wie möglich zurückerobern. Wenn das nicht funktionieren sollte, dann gehst du mit dem zweiten 10er-Stack, den du als Deutschland auch safe hast, direkt nach Frankreich, nach Paris. Und mit der Arti, die immer schön im Hintergrund halten und in einer der beiden verteidigenden Städte reinsetzen. Versuch's erst mit der nächstliegenden Stadt, die an Rand ist. Wenn Frankreich schon einmarschiert ist, dann, ja, was soll ich sagen? Sammel einen großen Stack, wenn deine Hauptstadt noch vorhanden ist, da. Lass Frankreich kommen. Lass einen 10er-Stack in der Hauptstadt stehen, wenn du den hast. Wenn nicht, musst du alle Einheiten, die du hast, versuchen, in Frankreich selber reinzukommen und da die Hauptstadt zu vernichten. Sonst heißt es eigentlich, Provinz für Provinz zu erobern und das A und O ist es, die Kernlandstätte des Feindes zu vernichten, damit er keine Einheiten nachbauen kann. Natürlich, so viel versuchen, wie es halt geht, ist es auch kompliziert zu sagen, wie es vorgeht. Wegen jedes Mal ist es immer eine andere Variante. Zum Beispiel, wenn man am Anfang auch schnell Flugzeuge bauen kann oder Helikopter, hilft das ungemein, um vorstoßende Truppen zu stoppen. Arti unterstützt natürlich auch ganz gut am Anfang, aber sonst ist es nämlich schwierig. Im späteren Spielverlauf, da kann man nicht mehr auf diese Strategie zurückgehen, auf jeden Fall nicht komplett. Da müsste man auch noch Luftabwehr dazu haben, auf jeden Fall einen Konter zu allen möglichen Einheiten. Am besten schickt man vielleicht einen Spion rein und deckt da mal vielleicht mal auf. Aber Achtung zu den Spionen, der Gegner sieht, wenn man ausspioniert wird. Der kriegt quasi eine Info oben, die das schon gespielt haben und das gesehen haben. Manchmal steht da unbekannter Spion, aber manchmal steht da auch, woher der Spion kam. Also, es ist nicht einfach. Einfach mal rumprobieren, ausprobieren. Schau dir mal Staffel 1 an oder allgemein, wie ich gegen Länder vorgehe. Und da siehst du schon einige Sachen, die du da vielleicht nachmachen könntest. Ich hoffe, da konnte ich jetzt gut bei helfen. Gehen wir mal zur nächsten Frage. Oh, noch eine Frage von Hoster. Frage, was ist besser, ballistische Raketen oder Interkontinentalraketen?
Ballistische Raketen werden von ballistischen Fahrzeugen abgeschossen. Das heißt, strategisches U-Boot, Abfeuerbasen, ein Drum und Dran. Die haben nicht so eine riesen Reichweite wie Interkontinentalraketen und machen auch nicht so viel Schaden. Ballistische Waffen haben mehr Lebenspunkte als Marschflugkörper und weniger Lebenspunkte wie Interkontinentalraketen. Der Vorteil ist von den Interkontinentalraketen, das ist dieser Name, ne? Ich habe meine Sprachstörung, das ist einfach nur furchtbar. Haben natürlich eine riesen Reichweite, sagt auch der Name. Ballistische Raketen sind Mittelstreckenraketen. Marschflugkörper, ja, normal Langstreckenraketen. Sonst hört man das ja schon an den Namen. Guckt einfach unter Infos unter den Werten der Raketen. Also wenn ihr die Sprengköpfe anguckt, dann stehen da auch die Werte für welche Abfeuerwaffe die genutzt werden. Und zum Beispiel Atomwaffen sind am stärksten in der Interkontinentalrakete. Danach kommt ballistisch und dann Marschflugkörper. Eigentlich ist die Reihenfolge immer gleich in dem Sinne. Aber im Normalfall sind die ballistischen Sachen hauptsächlich gut gegen Fahrzeuge und allen drum und dran. Und Interkontinental setzt sich eigentlich gegen Städte ein. Wie ihr die genannten Sachen einsetzt, ich setze sie eher weniger ein, weil halt die Moral ganz stark nach unten geht, wenn ihr solche Waffen einsetzt, wegen zivilen Opfern, setze ich die sehr selten ein. Vielleicht sollte ich mal öfter Raketen einsetzen, um das mal weiter auszuprobieren, aber eher selten. Ist ein nettes Feature, aber sonst, ich brauche die nicht. So, dann sind wir jetzt am Ende, ne? Und in der letzten Folge habe ich ja gesagt, die treuen Zuschauer. Tut mir leid an die anderen treuen Zuschauer. Ihr seid natürlich auch da, euch vergesse ich doch nicht. Nein, alles gut. Ne? Wenn euch das Video natürlich gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da. Jo, oder wie war das nochmal? Ja. Wenn ihr natürlich Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare und lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Schrank und die Glocke ist auch natürlich gern erwünscht.